Hallo liebe Leute und willkommen beim Seabird Vlog. Was? Ja, Patrick spricht Deutsch. Okay, ich habe die Entscheidung heute getroffen, wieder auf Deutsch zu vloggen. Die einen von euch werden sich freuen, weil sie mich besser verstehen. Den anderen wird es egal sein. Manche werden sich ärgern, aber die werden das jetzt wahrscheinlich eh nicht verstehen, leider Gottes. Nein, warum möchte ich wieder auf Deutsch vloggen? Also, ich bin gerade vorher dort gesessen und habe mir gedacht, okay, irgendwie möchte ich mal was Neues probieren wieder. Ich mache jetzt diesen Vlog seit über 500 Tagen. Und der Grund, warum ich auf Englisch umgestiegen bin, war, weil schon irgendwie die Idee war, okay, ich möchte international erreichbar sein, ich möchte, dass ein internationales Publikum auch sehen kann, was ich da tue. Naja, wenn ich mir jetzt die Zugriffszahlen anschaue, bis auf ein paar Ausnahmen, ist es leider eh so, dass nur die 3F, Friends, Family and Fools, ihr könnt euch aussuchen, wo ihr dazu gehört, nur diese 3F sich meinen Vlog angeschaut haben. Und in den letzten, egal wie viel ich getan habe, egal wie viel Energie ich reingesteckt habe, wenn ich einen Travel-Vlog mache, wo ich Sightseeing bin und wirklich irgendwie aus meinen Augen cool Österreich herzeige, super geschnitten. Zumindest kommen sie mir so rüber und trotzdem schauen sich das 10 Leute an und die kommen aus Wien. Da habe ich mir gedacht, naja, kann ich eigentlich gleich auf Deutsch vloggen. Also, ich habe mir gedacht, okay, 500 Tage, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, was zu ändern. Und ich glaube, dass dadurch, dass Deutsch doch meine Muttersprache ist, ich ja, da einfach auch authentischer ein bisschen rüberkommen kann. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, dass ich mir halt gedacht habe, irgendwie das mit dem Vlog, ich habe schon irgendwie versucht für euch das möglichst gut zu machen, aber wo bleibe ich? Ja, und eigentlich, wenn ich das eh nur für Friends, Family and Fools mache, dann kann ich eigentlich auch gleich ihn so machen, wie er nur mir taugt, das was mir taugt, zeigen, das was mir nicht taugt, nicht zeigen. Wozu filme ich eine Katze, wenn mich eine Katze nicht interessiert, nur damit ihr euch das anschaut? Sicher nicht, okay, also dementsprechend ab jetzt wieder auf Deutsch. Vielleicht mache ich es abwechselnd Deutsch, ein Tag Englisch, bin ich mir noch nicht sicher. Aber ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass Deutsch wieder mehr gesprochen wird im Seabird Vlog. Und das kommt vielleicht auch wieder. Ah! Das zweite, worüber ich heute sprechen möchte, ist eine Gegebenheit, für die ich eigentlich sehr dankbar bin, dass sie heute passiert ist. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Also erstens einmal, ich meine mit meinem Job. Ich bin ja, würde ich sagen, ein relativ gewissenhafter Mensch. Ich war in meinen Forschungen immer bemüht, die Wahrheit herauszufinden. Und ich halte Vorträge über das Geldsystem. Ich würde sagen, eins der komplexesten Themen, über die man überhaupt reden kann, ja, weil da gibt es gerade auf Expertenebene so viele unterschiedliche Meinungen. Keiner kennt sich wirklich aus, niemand, jeder, viele glauben, sie wissen, wie es geht, dann kommt der andere, glaubt genau dasselbe. Und ich persönlich habe früher auch geglaubt, ich weiß genau, wie es geht und bin mittlerweile ein bisschen von dem zurückgetreten und schaue mir nur ein bisschen die unterschiedlichen Standpunkte an und versuche, wenn ich etwas verbreite, das möglichst evidenzbasiert zu machen und möglichst mit meinen eigenen Erfahrungen in Einklang zu bringen oder mit dem, wo ich wirklich glaube, da steckt wissenschaftliche Forschung dahinter. Das ist, würde ich sagen, auch der Ansatz, den man tun sollte als gewissenhafter Forscher. Ich glaube, wenn ich eben einen Vortrag halte, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich komme in eine Klasse hinein und da sind lauter Schüler, die teilweise null Ahnung haben. Handelsschüler, die nicht einmal den Unterschied zwischen Kreditkarte, Bankomatkarte wissen, wissen ja viele Menschen nicht. Macht ja auch nichts. Deswegen bin ich ja da, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber unter diesen Umständen ist heute etwas sehr Spannendes passiert. Müsst ihr euch vorstellen, okay, Gegebenheit. Ich schon 6 Stunden vorgetragen. Bisschen müde, wenig gegessen gehabt dazwischen, 6 Uhr früh aufgestanden. Es hat unter meinem Saal, wo ich vorgetragen habe, jemand ständig gebohrt. Das heißt, es war die ganze Zeit ein Wirbel, immer und ich habe immer lauter reden müssen und dann ist wieder leise geworden und habe ich wieder zu laut geredet. Das heißt, irrsinnig schwere Gegebenheiten, super Vorträge gegangen gewesen, bis in die 6. Stunde. In der 6. Stunde
ich beginne normal meinen Vortrag, Klasse sitzt da, geht gut dahin. Nach 10 Minuten geht die Tür auf, kommt auf einmal noch ein Lehrer rein mit noch einer Klasse. Also, ja, wir sind jetzt auch da. Okay, habe ich nicht gewusst, gut. Zweite Klasse, 10 Minuten zu spät einmal. Okay, das ist das Erste. Die setzen sich rein, voller Saal. Alles haben sie schon bis jetzt verpasst, wurscht, ich mache weiter, red so. Auf einmal sagt der eine Lehrer, da ist was falsch auf der Schautafel. Und ich frage ihn, ja bitte, ja was? Ja, das sollte nicht ein Geldkreislauf sein, das sind eigentlich zwei Kreisläufe, das ist falsch dargestellt. Ich sage zu ihm, ja, ich weiß, das ist ein bisschen vereinfachender dargestellt, das ist eine Schautafel, wo wir das ein bisschen anders dargestellt haben halt. Nein, das ist falsch. Er ist nicht von seiner Meinung abgegangen, haben wir dann versucht auch komplex mittels buchhalterischen Zusammenhängen zu erklären, warum das falsch ist. Ich habe zu ihm gesagt, ja, das mag schon sein, aber da sitzt eine dritte Handelsschule und die haben da, glaube ich, jetzt kein Wort verstanden. Und ich versuche jetzt einmal, wir kommen zu der Frage wahrscheinlich noch hin, aber ich versuche mal, das ein bisschen aufzubauen, bevor ich überhaupt zu komplexeren Fragestellungen komme. Okay, er sagt drauf, das sind die gewohnt, das mache ich im Unterricht auch so. Interessantes pädagogisches Konzept. Du machst das im Unterricht so, dass du den Schülern so komplexe Zusammenhänge erkennst, dass sie kein Wort verstehen. Gut, seine Sache. Gut, ich habe weitergemacht. 5 Minuten später die nächste Frage. Der hat nicht aufgehört, ja. Irgendwann einmal habe ich ihm jedes Mal nur drauf gesagt, es ist schön und gut, da sitzen andere Leute, die verstehen leider kein Wort. Und ich hatte dann das Gefühl, der macht das nicht. Weil ich glaube nicht, dass er das absichtlich gemacht hat, aber er wollte mich einfach aufplatteln lassen. Und ich habe nichts gegen kritische Fragen. Ja. Kritische Fragen kommen oft. Ich bin dankbar für kritische Fragen, insbesondere dahingehend, weil ich selber der kritischste Mensch bin. Das heißt, wenn eine kritische Frage kommt, insbesondere weil manchmal wollen einen Leute auch einfach aufplatteln lassen, weil das so einen Spaß macht, verstehe ich. Aber ich lasse mich normalerweise nicht aufplatteln, weil A, entweder die Frage ist so deppert und ich nehme sie ernst und dann ärgert er sich, weil ich sie ernst genommen habe. Oder die Frage ist ein bisschen kritisch und da ich selber 10-mal kritischer bin, überrasche ich die andere Person meistens mit einer extrem kritischen Antwort. Das habe ich da auch probiert, nur das Problem war eben, ich war extrem müde, es war extrem anstrengend, es war ein Saal voller Leute, dazwischen ist gebohrt worden und der hat nicht aufgehört, ja. Dann hat er die Frage gestellt, okay, und bei der Kreditvergabe, ist der Kredit da auf der Aktivseite der Bilanz, ist das, erhöht das nicht schon bei der Kreditvergabe den Gewinn? Oder wie gesagt, er hat es nicht als Frage formuliert, sondern er hat gesagt, das ist so. Und ich habe gesagt, nein, das ist nicht so, weil doppelte Buchhaltung, okay, Bilanzverlängerung wird auf beiden Seiten verlängert, Aktivseite verlängert sich, Passivseite verlängert sich, Fremdkapital der Bank verlängert sich. Und dementsprechend kann das nicht den Gewinn der Bank erhöhen, wenn sich das Fremdkapital erhöht hat, weil Fremdkapital sind Schulden. Aus meiner Sicht richtig. Er hat gesagt, falsch. Das ist kurz hin und her gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr ein Wort verstanden habt, aber ihr könnt euch vorstellen, dritte Klasse Handelsschule wird noch weniger verstanden haben. Pädagogisch super. Das ist so weit gegangen, bis dann der andere Professor, der drin gesessen ist, gesagt hat, es ist schön und gut, diese Fragen, aber 3/4 des Saals versteht kein Wort, wenn ihr miteinander redet. Und das ist halt wirklich eine schwierige Situation, wenn ich versuche, einen einfachen Vortrag, der trotzdem der Wahrheit entspricht. Natürlich, ich sage euch immer dazu, das ist vereinfachend, das ist ein Modell. Wenn ich das versuche, den Schüler rüberzubringen und da sitzt der Lehrer drinnen, der ständig auf so einem Niveau ansetzt und Fragen stellt. Und dann ruhig zu bleiben und zu wissen, okay, der will eigentlich gefühlsmäßig einen nur aufplatteln die ganze Zeit. Der will dann nur einfahren. Weiß nicht, dann stelle die Frage, ja, bei der Statistik, na, 2 Minuten vor Ende, ich frage die Schüler, war da jetzt noch irgendeine Unklarheit, gibt es Fragen, gibt es irgendwas, was euch interessiert? Der Lehrer stellt wieder die Frage, bei der Statistik da drüben, wir haben sie gar nicht besprochen gehabt, von der Österreichischen Nationalbank da, wie sind denn da die Immobilien bewertet? Das kann man ja so gar nicht bewerten. Ich sage zu ihm, naja,
das ist eine repräsentative Umfrage. Man hat die Leute gefragt, was ist ihre Immobilie wert. Dass das ein fiktiver Wert ist, darf klar sein. Man weiß erst, wenn man etwas verkauft hat, was etwas wert war. Davor kann man es nur irgendwie nach irgendwelchen Kriterien bewerten. Dann hat er wieder geschaut. Also, boah. Und ich bin eigentlich dankbar dafür. Warum bin ich dankbar dafür? Weil erstens einmal ist man eh meistens langweilig bei der Arbeit, weil ich viele Sachen von A bis B mal anfange und gar nicht bis Z komme. Das heißt, eh auf sehr niedrigem Niveau es dahin dümpelt, ist man eh langweilig. Deswegen war es eine spannende Herausforderung. Zweitens ist es spannend, einmal an diese Grenzen zu gehen, wo dich wirklich einer so ärgert und wirklich so in dein pädagogisches Konzept reinfahrt. Da die Kontenance bewahren, Ruhe bewahren, das ist einfach eine Herausforderung und das ist etwas, glaube ich, wo man wirklich wachsen kann. Ja, und drittens hat er mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, wirklich auf seine Wortwahl zu achten, zu schauen, dass man die richtigen Worte verwendet, zu schauen, dass man selber auf sowohl pädagogisch als auch wissenschaftlich profunden Füßen steht und selber auch zu hinterfragen, naja, vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, das unmittelbar ein Gewinn für die Bank. Kann es mir zwar nicht erklären aus meinem buchhalterischen Verständnis, aus all meinen Forschungen bisher, aus der Lektüre, die ich bisher gelesen habe, aus allen Erklärungen auf Wikipedia und aus dem Internet. Aber vielleicht hat er auch recht. Wer weiß. Also kann das sein.